eher auf österreichischer Seite sein. Und Deutschland war ja nun mal schon so oft Europameister. Ja, es ist ein bitterer Fehler mit der Rückhand für Patrick Baum, von Patrick Baum und Stefan Fegal weiß, er ist nicht mehr weit vom EM-Gold, vom historischen EM-Gold für Österreich mit der Männermannschaft entfernt. Schlager war schon Einzelweltmeister, Schlager Jindrak war ein Doppel-Europameister. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn das um die Historie des österreichischen Männertischtennis geht, dass eine Goldmedaille hier und heute in Jekaterinburg nach Siegen über Portugal und Deutschland sicherlich direkt an Position 2 hinter Schlagers Weltmeistertitel im Einzel sich einreihen würde. Und aus dem Konjunktiv könnte sehr bald das Präsens werden, denn jetzt sind es nur noch ganz, ganz wenige Schritte für Stefan Fegal. Es ist gar nicht so, dass Patrick Baum hier jetzt total eingebrochen wäre im letzten Einzel. Da hat er Pech, dass der Österreicher eine Netzrolle hat. Also er ist hier nicht total eingebrochen, aber Fegal hat gerade in den Endphasen dieser drei durchaus recht hart umkämpften Sätze unter dem Strich die besseren Entscheidungen getroffen und bessere Bälle gespielt. Und hat damit jetzt 4 Matchbälle zum 3:2 für Österreich. Zweimal ist Deutschland durch Siege von Dmitri Ovtcharov zurückgekommen in dieses EM-Finale. Aber jetzt stehen sie kurz vor dem Aus. Und da ist es also perfekt und die Freude, sie ist natürlich grenzenlos bei den Österreichern. Sie haben die Überraschung geschafft. Es geht um Einzel- und Doppelmedaillen ab Freitag. Und ab Samstag melden wir uns live bei Eurosport und bei Eurosport 2 mit umfangreichen Berichterstattungen hier vom Tischtennis. Wieder mit mir, ich bin René Adler. Sag Ahoi, viel Spaß beim Rugby. Und hat damit jetzt 4 Matchbälle zum 3:2 für Österreich. Zweimal ist Deutschland durch Siege von Dmitri Ovtcharov zurückgekommen in dieses EM-Finale. Aber jetzt stehen sie kurz vor dem Aus. Natürlich eher auf österreichischer Seite sein. Deutschland war ja nun mal schon so oft Europameister. Ja, es ist ein bitterer Fehler mit der Rückhand für Patrick Baum. Von Patrick Baum und Stefan Fegal weiß, er ist nicht mehr weit vom EM-Gold, vom historischen EM-Gold für Österreich mit der Männermannschaft entfernt. Schlager war schon Einzelweltmeister. Schlager Jindrak war ein Doppel-Europameister. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn das um die Historie des österreichischen Männertischtennis geht, dass eine Goldmedaille hier und heute in Jekaterinburg, dass Patrick Baum hier jetzt total eingebrochen wäre im letzten Einzel. Da hat er Pech, dass der Österreicher eine Netzrolle hat. Also er ist hier nicht total eingebrochen, aber Fegal hat gerade in den Endphasen dieser drei durchaus recht hart umkämpften Sätze unter dem Strich die besseren Entscheidungen getroffen und bessere Bälle gespielt. Nach Siegen über Portugal und Deutschland
sicherlich direkt an Position 2 hinter Schlagers Weltmeistertitel im Einzel sich einreihen würde. Und aus dem Konjunktiv da könnte sehr bald das Präsens werden. Denn jetzt sind es nur noch ganz, ganz wenige Schritte für Stefan Fegern. Es ist gar nicht so